Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Wir kommen jetzt nun zum fünften Gebot. Auch da kann man wieder anfangen, wie soll man das richtig übersetzen? Ich übersetze es folgendermaßen, Doppelpunkt, du sollst nicht morden. Man könnte auch sagen, du sollst nicht töten, so ist es meistens überliefert, aber ja, ganz offensichtlich wird in der Bibel dauernd getötet und auch Gott tötet. Und manchmal ruft Gott dazu auf, Menschen zu töten. Denken Sie nur an die Eroberungskriege im Buch Josua. Und wir können ja dieses Gebot, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden, nicht einfach aus dem sozialen Kontext herausnehmen, wenn wir uns heute darüber erregen, dass Gott an Kriegen beteiligt ist im Alten Testament, dann folgt daraus, dass wir das auch mitbedenken müssen, wenn wir dieses du sollst nicht töten eben auch aus dieser Zeit heraus verstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Töten und Morden. Das ist der entscheidende Punkt. Manche sagen auch, dass man am besten dieses du sollst gar nicht übersetzen, sondern einfach nur sagen soll, nicht morden. Finde ich auch gut. Also einfach nur nicht morden, Ausrufezeichen. Manche mögen den moralischen Ton bei diesem du sollst nicht, weil Gott ist ja nicht einer, der immer sagt, du sollst. Also sagen sie immer, du wirst nicht morden. Aber das finde ich wiederum zu schwach, denn natürlich ist das keine Aussage, die über ein Indikativ in der Zukunft, du wirst nicht morden. Du wirst morden und was dann? Und was geschieht, wenn du mordest? Wer Menschenblut vergießt, heißt es, durch Menschen soll auch sein Blut vergossen werden. So steht es in Genesis 9. Also auch hier wird wieder getötet. Leben für Leben. Todesstrafe gibt es ja auch. Im Buch Exodus. Darauf werden wir noch im Einzelnen kommen. Also das Tötungsgebot ist jetzt nicht einfach nur ein allgemeines Tötungsverbot, sondern es ist ein Töten, das mit einer ganz bestimmten Haltung verbunden ist. Es ist etwas völlig anderes, um den klassischen Fall zu nennen, wenn ich einen Menschen überfalle, ihn töte, um dadurch an sein Geld ranzukommen. Das ist ein Mord in niederer Absicht. Während es etwas völlig anderes ist, wenn ein Mensch mich überfällt, während ich also mit meiner Familie unterwegs bin und dann, um zu verhindern, dass er mich tötet, selbst mich wehre und töte. Der in den letzten Wochen bekannteste Fall ist ja der junge Mann, der in, wo war es? Die Stadt habe ich jetzt vergessen, jedenfalls auf dem Dach liegend, auf den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump gezielt hat und dann nur sein Ohr verletzt hat. Und dann ist er, damit er nicht weiter herumballert in die Menge hinein, eben getötet worden. Vielleicht hätte man ihn, wenn es möglich gewesen wäre, auch nur sozusagen in den Arm schießen können, aber vielleicht war das eben auch nicht möglich. Jedenfalls das Risiko des Tötens musste mit ihm in Kauf genommen werden und es wäre falsch gewesen, vor dem Hintergrund des Gebotes, du sollst nicht töten, gar nichts zu machen und dann zu riskieren, dass er noch mehrere andere in dieser Menge tötet, denn er hat ja einen Unschuldigen mindestens getötet. Also es geht um dieses, du sollst nicht morden. Vielleicht kann man es sogar noch stärker sagen, es geht darum, gegen eine ganz bestimmte Mentalität voranzugehen, mit der ich mir erlaube, Menschen zu morden. Und zwar deswegen, weil sie für mich eben nicht mehr ein Recht haben zu leben, aufgrund dessen, was sie sind. Ich glaube, die tiefste Begründung, warum ich nicht morden soll, besteht darin, dass derjenige, der meint, morden zu dürfen und sich dieses Recht herausnimmt zu morden, sich über etwas erhebt, worüber er sich nicht erheben darf. Also die Mentalität des Mordens sozusagen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf einen Menschen, also zum Beispiel, Mentalität des Mordens wäre für mich, der Terrorist, egal ob rechts oder links, der sich erhebt und meint, einen Menschen ermorden zu dürfen, weil er politisch anders denkt als er. Denken wir an den Landrat, der von einem Rechtsradikalen erschossen wurde, weil er sich für Migration eingesetzt hat. Oder denken wir an die Jahre der RAF in den 80er Jahren, wo dann eben Menschen
nicht mehr Menschen sind, sondern nur Schweine, weil sie eben die falsche politische Meinung haben oder weil sie vielleicht tatsächlich auch eine Politik machen, die ich aus guten Gründen für menschenfeindlich halte, und dann erlaube ich mir, die einfach zu töten. Die Mentalität des Mordens kam, fand ich, zum Ausdruck bei diesem Attentat auf Trump, für den ich nicht die geringsten Sympathien habe. Dann hat dann eben ein Karikaturist beziehungsweise ein Satiriker, der sich für lustig hält, gesagt, er fände es schade, dass das Attentat misslungen ist. Er fände es ihm ganz toll, wenn Faschisten erschossen werden. Da kommt die Mentalität des Mordens durch. Dass man unterscheidet zwischen Menschen, die leben, noch ein Recht auf Leben haben, und solchen, die es eben verwirkt haben aus irgendwelchen Gründen. Ich finde es toll, wenn solche Menschen getötet werden. Und so kann man ja auch dem Feind, auch dem militärischen Feind begegnen. Man kann als Soldat zum Mörder werden, obwohl Soldat sein nicht dasselbe ist wie Mörder sein. Es geht also auch hier um Mentalität. Kollektiver Vernichtungsrausch. Brauchen wir in Deutschland nicht viel nachzudenken, was das bedeutet. Wir haben es jetzt erlebt am 7. Oktober mit der Hamas. Kollektiver Vernichtungsrausch gegenüber allem und jedem, was jüdisch ist. Wir erleben umgekehrt den Vernichtungsrausch und den Tötungsrausch natürlich auch in dem, was mit Menschen im Gaza geschieht. Das ist ja auch mehr als nur Selbstverteidigung. Das ist dann auch, da geht's auch wiederum in den Vernichtungsrausch hinein. Das Bedenkenlose in Kauf nehmen von Kollateralschäden. Oder denken Sie jetzt, was finde ich einfach ungeheuerlich bin, gezieltes Beschießen von Kinderkrankenhäusern in der Ukraine. Das sind alles Ungeheuerlichkeiten und die sind ja nur möglich deswegen, weil man sich denkt, ich darf töten. Und in diesem Ich darf das steckt eben genau das, was das Töten zum Morden macht. Also das wäre das Erste, wogegen sich dieses Nicht-Morden wendet. Pass auf, dass du nicht anfängst, dich über Menschenleben und andere in einer Weise zu erheben, wie du dich nicht erheben darfst. Darüber möchte ich Ihnen morgen noch mal etwas mehr sagen. Für heute wäre das schon mal ein erster ganz wichtiger Punkt. Für die Schrift ist es ganz klar, diese ganzen kollektiven Vernichtungsräusche, die es da gibt, dieser Hass, dieses Vernichtenwollen des Gegners und des anderen, das ist das, auf welches das fünfte Gebot zielt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.